Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur großen Fußball-Night heute am Freitagabend, wo ansonsten ja gar kein Fußball läuft. Die Teilnehmenden heute sind auf jeden Fall Nico, Noah, Nobi und Nils. Wir freuen uns sehr auf euch. Jetzt geht's los. Yeah, Bumsen-Fußball! Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren. Unsere Teilnehmenden heute: Tobias Escher, Noah Platschko, Nico Backspin. Schön, dass ihr da seid. Ich sage euch ganz kurz, was hier heute passiert. Es gibt nämlich ein Double-Feature. Wir machen jetzt zur Einstimmung ein kleines Torwandschießen. Hier an unserer Torwand haben wir vier Kategorien, so ein bisschen wie beim Nerd-Quiz angeklebt. Und wir werden gleich von dieser Position auf diesem neongrünen X einmal versuchen, auf die Torwand zu schießen. Je nachdem, in welches Fach wir treffen, wenn wir denn treffen, gibt es vier verschiedene Optionen. Tobias Escher, was sind das für Optionen? Ja, wir haben tolle Kategorien mitgebracht hier heute. Heute dreht sich alles um das Thema Handball. Wie sich das gehört. Guter Gag, danke. Ich kann das ja mal zeigen. Noah, Nico. Trikotkunde. Trikotkunde, genau. Für zwei. Wir schießen auf dieses Feld. Wir haben vier verschiedene Kategorien. Trikotkunde. Dahinter verstecken sich Trikots. Und wir müssen raten, wem diese Trikots gehören. Wir haben Schätzfragen. Da müssen wir was schätzen. Zum Beispiel, wie aggressiv ist Nils angesichts des Spiels des Hamburger SV heute? Ah. Wie konzentriert ist er? In einer Skala von 1 bis 2. Frage ist auch meine Lieblingskategorie Frage. Dahinter verstecken sich Fragen. Kannst du einen Schritt zur Seite gehen, damit ich auch was sehe? Und wir haben noch Wer bin ich als letzte Kategorie, wo wir dann raten müssen, wer der Spieler ist. Wir werden uns dahin stellen, schießen. Bei der Trikotkunde und Frage bitte ich euch, das sind dann die Fragen jeweils an eine Person, die muss dann derjenige selber beantworten. Bei Schätzfrage und Wer bin ich spielen wir alle zusammen. Und wer dieses Ding gewinnt, der gewinnt nicht nur Ruhm und Ehre, sondern der gewinnt auch einen kleinen Vorteil für das zweite Format, was wir heute spielen, nämlich eine Runde Fußballfights. Fußballfights, so sieht das aus. Ihr kennt das Format ja vielleicht von Filmfights, Gamefights oder alles mögliche Fights. Heute erweitern wir das um ein Themengebiet, nämlich Fußball. Folgenden Vorteil können wir uns erspielen. Es gibt heute fünf Fragen und wir haben keinen Judge. Deswegen wird es in jeder, also erstmal in, wir sind jetzt zu viert, also erstmal in den ersten vier Fragen, einen Judge-Wechsel geben. Und das sieht halt so aus, dass dann derjenige nicht mitspielt, obwohl er sich auch eine Antwort überlegt hat auf die Frage. Und dann die anderen drei in ihrer Diskussion beurteilen muss, wer hat die besten Argumente hervorgebracht. Nicht etwa nur die beste Antwort, sondern eigentlich geht es ja wirklich um die beste Argumentation. Das ist die Aufgabe des Judges und verteilt dann den Punkt für die jeweilige Runde. Und jetzt fragen wir und ihr euch natürlich, ja, aber wie ermittelt ihr denn, wer in welcher Runde Judge ist? Ist das nicht vielleicht ein bisschen ungerecht, weil man in einer Kategorie vielleicht eine etwas schwächere Antwort gefunden hat als in einer anderen? Das werden wir über dieses Torwandschießen herausfinden. Mhm. Wer hier die meisten Punkte ergaunert, der darf sich dann aussuchen, in welcher Kategorie er Judge sein möchte. Sprich, dort muss er eben nicht mit argumentieren. Dann nimmt man natürlich am besten seine schwächste Antwort. Es gibt keine schwächste Antwort bei mir. Dann habt ihr alle ja schon so gut wie sicher gewonnen. Nein. Also ja, es klingt jetzt komplizierter als es ist. Es hält sich nachher auf. Aber es hat auf jeden Fall vor uns auch so einen kleinen Anreiz hier zu gewinnen. Und ich würde sagen, leg mal los hier direkt. Ich soll anfangen jetzt, weil ja, ich hier schon stehe. Du stehst ja da schon. Und einfach reinschießen und dann schnappst du die Frage und stellst dich dir. Robert Glatzel am Elfmeterpunkt. Das war zum Beispiel schon mal nix. Das war jetzt schon mal nix. Nico, du darfst weitermachen. Jetzt geht's sauer. Wollen wir zweite Runde schwacher Fuß machen? Können wir machen. Können wir machen. Oh, Schätzfrage. Darfst du den nehmen und uns vorlesen, was da drauf drin sich versteckt? Und dann gebe ich mal allen hier die Zettel und dann können wir gleich mal eine Runde schätzen. Also Schätzfrage dürfen alle mitraten. Alle dürfen mitraten. Wer am nächsten dran ist, kriegt am Ende den Punkt. Bitteschön. Merci. Oh Gott, war noch ein Stift, Tobi? Ich schreibe schon. Okay. Ich schreibe schon mit dem Ding. Lies die Frage vor. Können wir auch schätzen, wer diese Frage formuliert hat? Gibt das auch einen Punkt? Das war unser Redakteur Leo, der hier der König ist aktuell. Wie hoch ist der zusammengenommene Marktwert der drei teuersten Spieler aus nicht-europäischen Vereinen? Wie hoch ist der zusammengenommene Marktwert der drei teuersten Spieler? Also die nicht in europäischen Vereinen spielen. Ja. Also wahrscheinlich in Brasilien, Australien. Wie hoch ist der zusammengenommene Marktwert der drei teuersten Spieler aus nicht europäischen Vereinen? Gar nicht. Oh. Ich wüsste nicht mal, wer das sein sollte. Na, mein Stift schreibt leider nicht. Kannst du mir gleich mal deinen leihen? Danke dir. Ja, ach so, ich muss das. Ach so, ja, war mehr. Nee. Muss nur einmal. Wo ist er das? Natürlich.
So. Ah, okay. Ich war ganz blöd gerade. Ich habe den Stift nicht aufgemacht. Ich habe gedacht, ich kann so schreiben. Okay. Haben wir alle eine Antwort? Haben wir alle eine Antwort? Ja. Okay, mhm. Nils, deck mal auf. 156 Millionen. 156 Millionen. 120 Millionen. 120 Millionen. 122 Millionen. Oh, ich habe 91 nur. Was? 91, 91, 91. Die Antwort ist 63 Millionen. Endrick von Palmeiras. Wow, 20. Das ist, ich dachte in Gabriel Brasilien, da gibt es doch bestimmt irgendwelche. Ich hätte auch gedacht, 10-Jährigen mit dem Marktwert von 80 Millionen oder sowas. Aber die spielen alle schon in der spanischen Akademie. Aber Tobi, du hast das ja auch organisiert, ne? Nee, deshalb, ich habe jetzt damit nichts zu tun hier mit der ganzen Geschichte. Kann eigentlich auch jeder seine. Die Frage an alle unsere Redakteur Leo. Komm mal hin. So. So. Tobias Escher beantwortet seine Fragen. Schießen. Yes. Ein Punkt für mich. Ich mach's wie Koulibaly. Gegen. Haben wir nicht gesagt, schwacher Fuß? Nur als Erklärung. Als Erklärung nochmal vielleicht dazu kurz. Oben sind die Fragen schwerer, leichter, weil es ja schwerer zu treffen ist. Und unten sind leichte Fragen, sind schwere Fragen, weil es leicht zu treffen ist. So. Okay. Komm, let's go. Ja, Frage. Gut. Kannst du vorlesen und beantworten, wenn du sie weißt. Wieder für alle oder nur für ihn? Nee, das ist nur für ihn jetzt. Jetzt hat er die Chance, hier einen Punkt zu holen. In welchem Jahr wurde Lothar Matthäus von der FIFA zum Weltfußballer gekürt? Ah, ich weiß es. Das ist doch vor meiner Zeit, glaube ich. Ne? Ah, er weiß es wirklich nicht. Ihr wisst das alle? Ja. Darf ich mich melden? Du musst was sagen. Zuschauer und Zuschauer, ich bin Jahrgang 94. So. Also ich habe Lothar Matthäus nie spielen sehen. Im Gegensatz zu den Jungs. Aber auch ein Noah Platschko hat einen Lothar Matthäus schon mal im Fernsehen gesehen. Trotz alledem ist das natürlich richtig. ich sage mal, fuck. Darf ich ihm helfen? Nee. Nein. Ah. Also, das kannst du gerne machen, aber dann ziehst du den 200 weiter. Ich sage, es war 1900. Na komm. Los. 91. Ist richtig? Ich dachte nur 1990 WM und dann das Jahr danach. Ja, es war der erste das FIFA, der verliehen wurde. Genau, von der FIFA verliehen wurde, genau. Gute! Ich glaube, es ist auch der letzte Deutsche, der das gewonnen hat, ne? Matthias Sammer war mal Europas Fußballer des Jahres, aber sonst. Wer hat 93 die Champions League mit Marseille gewonnen? Deutschland. Ja. Nein, Rudi Völler natürlich. Bernard Tapie vorhin. Muss ich einmal bitten, aus meinem Schuss Bernard Tapie zu gehen. Und sein Geldkoffer. Ja. Komm, mal, machen wir mal eine leichte. Oh, das ist ja so ein Versager. Das ist natürlich. Ich habe übrigens eben am schwachen Fuß geschossen. Nils, ich glaube, du bist wieder dran. Hat Nico schon? Ja, Nico hat schon. Nico hat ja uns die Schätzfrage geschenkt. Ja. Jetzt muss ich, während der Freischuss läuft, muss ich den Freischuss schießen, oder was? Ja, ich sag dir, wenn er reingeht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wenn wir jubeln, dann weiß ich, dass gesagt, er schwacher Fuß reingeht. Oh Gott. Nein, ey, wieso schon wieder so eine, das ist so ein Kantentreffer, das ist so viel Pech, kann man noch gar nicht haben. Wenn er rausfliegt, wird das nicht schlimmer, muss er zumindest mal reinfliegen. Ne? Darf ich kurz den Freischuss abwarten? Und? Was ist nur meine Frage? Frage, ne? Frage ist nur deine Frage und Trikotkunde ist nur deine Frage. Tu nicht so, als wenn du das abpassen könntest. Auch daneben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, um Männer dabei zuzugucken, wie sie daneben schießen. Ja. Komm, du machst das jetzt. Ich mach das hier. Aber Noah hat doch schon einen Punkt. Auch knapp daneben. Tobias Escher. Ich versuche ja, die Leichten mehr zu holen. Aber ich müsste euch das Regal holen, das irgendwie ein bisschen dünnere Fächer hat. Ich würde der Hersteller dieses Regals. Ey, da hatte ich doch gerade schon hingeschossen. Erst schalten wir wahrscheinlich rüber zum HSV-Spiel. Ja. Du oder ich? Ich? Na, du bist da. Du fängst aber an. Noah, wie schön, dass du hier bist heute. Oh nein, ernsthaft? Wo will ich denn überhaupt hin? Freust du dich, hier sein zu dürfen? Bleib liegen. Jetzt wollte ich gerade Smalltalk anfangen. Ja, das wir wollte ich machen. Das muss ja die leichteste sein. Wenn das schon so leicht war, dann. Das ist die leichteste Frage, ja, tatsächlich. Die leichteste Kategorie. Frage. Wie viele Spiele macht ein Verein in der Champions League Hauptrunde, wenn er bis ins Finale kommt? Okay, pass auf, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Gruppenphase ist nicht Hauptrunde, oder was? Okay, die Definition des Wortes Hauptrunde, ist das die Schwierigkeit? Doch, also ich soll dir sagen, ja, beides, also Gruppenphase und Hauptrunde. Wie viele Champions League-Spiele? Aber nicht Qualifikation, die zählt da nicht rein, sondern halt von dem ersten Gruppenspiel bis zum Finale. Okay, also es gibt 6 in der Gruppenphase, dann 2 im Achtelfinale sind 8. 3, 2 im Viertelfinale 3, sind 10. 2 im 1. Halbfinale sind 12. Und das letzte, 13. Spiel ist dann das Finale. Also 13. wäre das Finale. Und du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Vielen Dank.
Herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht. Du bist dran, oder? Ja. Nimm ich wieder den schwachen Fuß, das war besser eben. Der schwache Fuß, aber der besser hilft? Oh. Auch daneben. Die Punkte werden dokumentiert, oder? Ja, die Punkte werden dokumentiert. Ich hab's auch gemerkt. Du hast einen Punkt, ich hab einen Punkt und Nils hat einen Punkt. Also 1-1-2-1. Nee. Nico fehlt uns noch. Komm, Noah, mach. Rein das Ding. Alter, Leute. Kann doch nicht sein, dass wir hier gar nichts treffen. Das Witzige ist, Leo hat sich ja extra noch vorher überlegt, was machen wir denn, wenn ihr nach 10 Minuten alle Fragen weg habt? Das war seine Überlegung. Jeder hat einen Punkt außer mir bisher, ne? Bisschen ja. Die Taktung vielleicht erhöhen. Yes. Oh, schade. Alle, ne? Ja, aber das zählt jetzt. Das ja, ich dachte, der muss drin liegen. Nee. Der ist ja schon reingeflogen. Ach so, das zählt. Jetzt macht er auch wieder seine eigene. Wer bin ich? Okay, dann müssen wir irgendwo hingucken, es gibt 5 Hinweise. Soll ich die vorlesen? Muss ich kurz fragen oder werden die einfach eingeblendet? Einfach eingeblendet. Ich soll nicht vorlesen. Wer weiß, ruft ich ganz laut. Wo ist eingeblendet? Da werden es eingeblendet. Ehemaliger Vizekapitän der Nationalmannschaft. Also ich bin's nicht. Hä? Gespielt für Carl Zeiss Jena, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Stopp! Was? Wer ist geschrien? Wer hat zuerst geschrien? Ah, fuck. Regie? Ich glaube, ich bin falsch. Ja, was sagst Regie, du? Ich will morgen das Foto finished. Regie sagt mir an, wer zuerst gerufen hat. Krass, schwierig. Noah, du darfst. Wenn du falsch hast, dann geht's weiter. Ja, aber du musst sofort antworten. Ja, das kann eigentlich nicht sein. Ich dachte jetzt Jan Schiemack, aber das ist nicht richtig. Okay, Jan Schiemack ist falsch. So, okay. Nächste Frage, nächster Schuss. Ja, aber ich weiß es doch. Warte mal, du darfst nochmal antworten? Geht noch weiter, ja, aber ich will ja so antworten. Weißt du's? Willst du auch antworten? Nee, du warst ja vor mir, das ist okay. Dann machen wir nach. Ich warte das nächste ab, komm. Aha. Ja, ich weiß es. Das ist doch Schneider. Das ist doch Bernd Schneider. Ach, fuck, stimmt, ja. Ah, scheiße, sehr. Ich wollte schon beim letzten sagen, aber dann der war. Der weiße Brasilianer. Sehr gut, ja. Ja, Punkt für mich. Sehr gut. Könnt ihr nochmal einblenden, was wären die nächsten beiden Tipps gewesen, oder ist das? Ja, Bernd Schneider. Ich kann es auch vorlesen. Weißer Brasilianer. Weißer Brasilianer, ja, Schlicks. Ach, fuck. Ja. Hey, Jena hat mich wegen Schiemack. Ich schon wieder? Das war mein zweiter Punkt. Bitter. Das Gute ist, ich habe ja langsam so verstanden, worum es hier geht. Und das ist ja egal, ob ich letzter werde, weil alle meine Antworten sind top. Genau, ja. Also ja, ich mache hier quasi nur so. Okay. Ja, das stimmt. Aber es geht ja auch um die Ehre noch ein bisschen. Aber ja. Gut. Ist rum? Vorbei? Ist vorbei? Ist rum. Der HSV hat 2-2 gespielt gegen den SC Paderborn, können wir vermelden. Was macht Noah, jetzt Außenriss. Und Nico schießt aufs Tor. Alter, Nico. Also das ist wenn du gleich so argumentierst, wie du haben schießt, wir dann Zeit, eigentlich liebe Regie, weil das würde ich gerne noch mal in extra Zeitlupe sehen. Okay, jetzt wird's lächerlich. Ich mach's gleich wieder vernünftig. Mach ihn rein. Ja, der war nicht. Alter. Was hast du eigentlich für Schuhe an, Tobi? Das ist der Bundesliga-Sonderabend. Wie oft haben wir ja schon einen Bundesliga-Live-Abend auf Rocket Beans TV gemacht? Okay. Noch nie. Deswegen habe ich mich heute schick gemacht. Warum ist ein bisschen die Frage? Ja, gut. Und ich treffe trotz meinen Schuhen, Leute. Ja. Trikotkunde. Also, ach, für dich alleine, ne? Trikotkunde ist für mich, oder? Ja. Ist für mich. Die darf ich machen und ich gucke mir das an. Oh, das ist ein schwieriges Trikot. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Flucht. Samsung. Pass auf. Samsung. Welcher Verein ist das? Diese Frage ist nur für dich. Ich dachte, hier steht die Antwort vielleicht drauf. Nee, ich habe echt keine Ahnung. Ich könnte auch nicht mal raten. Er muss aber. Ich könnte auch nicht mal raten. Oh, ist das Tottenham? Keine Ahnung. So, sage ich rate das jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Was davon? Also, ich würde sagen, Köln oder. Also wegen. Also, meine Antwort ist falsch, kann ich schon mal sagen. Ich könnte jetzt nochmal gerne raten. Es erinnert mich, das National-Design. Ist egal, ne? Dann will ich etwas in Italien sagen. Kamps hat auch immer. Das ist ein Torwarttrikot. Und Kamps hatte immer so komische Torwarttrikot bei Gladbach. Aber Samsung, wer war Sponsor? Ich glaube, das ist Köln, oder? Oder sowas. Du sagst Köln? Ich sag Köln, Bodo Ilkner. Ich hätte sowas AC Parma gesagt, so wie das aussieht. Aber nee, ist Torwarttrikot. Gebt uns die Antwort. Köln. Köln wäre es gewesen. Stark. Ja. Tja. Hättest du die Frage abschießen müssen? Ja. Pech beim Quiz. Aber wo? Dann schieße ich jetzt die Frage ab, oder? Wer ist dran? Bin ich immer nach Tobi dran? Ich hab ihn ja aufgepasst. Der war so. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Tieft. Spiel ist vorbei, du kannst da weggucken. Nee. aber du könntest gleich mal. Ja. Du könntest gleich mal umschalten, das wäre ganz lieb. Der Ball ist da hinten. Das muss Leo machen. Hast du das da. Ich habe es gerade nicht aufgepasst. Du hast nicht durchgeschossen, oder? Doch, aber durch das Leere. Also durch das Leere, okay. Er ist der FC Köln. Das war sehr gut. Oh. Sehr, sehr gut. Ja?
Merkt schon, die unten sind deutlich schwerer. Die Fragen unten. Ach, aber ich habe das Gefühl, wir zielen auch alle nach oben, ne? Oder nur Tobias zielt nach oben. Ich ziehe nach unten, aber es hat mir ja kein großes Glück gebracht. Aber oben ist jetzt auch schon die Hälfte weg. Nils, wir können ja im Laufe der Zeit kulanter werden. Ja, wir gehen näher ran oder sowas. Aber irgendwie müssen wir mal treffen. Das macht's nicht besser. Ja, fast. Noch werden wir nicht kulanter. Ja, nee. Leo hatte sich überlegt, dass wir dann den falschen Fuß nehmen, wenn wir nachher alle weggeschossen haben. Ja. Wenn wir zu schnell sind. Hm? Er hat eindeutig mit den falschen Pappenheimer hier geplant. Ah, siehst du, jetzt geht's. Trikotkunde. Das war für mich. Kommt wieder irgendwas in den 90ern. Aber das war ja das Schwerste eben gerade, ne? Das war schwer. Oh, das ist doch come on. Das ist doch wohl eine Frechheit. Ach, ernsthaft. Ja gut, es ist wahrscheinlich, gut, wenn ihr so redet schon, ich hätte es nicht gewusst, aber wenn ihr jetzt schon so redet, dann war das wohl irgendwann mal von den Farben her ein Trikot von Eintracht Frankfurt. Bullshit, Kaiserslautern. Los. Nächster. Oh. Junge. Mach jetzt. Von welchem Jahr dieses Trikot war? 1993 oder so. Ja, 97. Immer diese 90er machen, ey. Das war nicht das Meister-Kirchhof. Das war nicht das Meister-Kirchhof. Geh den Scheißdreck an. Nachher frag ich dich, was war die WM, die du als erstes erlebt hast? Dann geht dieser Sender online. Ach, leider. Jetzt hör doch mal auf damit! Wir können eigentlich. Sag mal, Nils, wir hatten eine HSV gespielt. Lass mich in Ruhe, ich bin echt geladen. Wirklich geladen? Nee, ernsthaft, ich bin wirklich geladen. Komm, Bro. Nee, jetzt schieß. Komm, lass mich in Ruhe. Einfach mal umarmen. Ja, das ist eine Schätzfrage. Wieder für alle, ne? Wo haben wir denn die Dinger hier raus? Seid ihr bereit? Hopp, hier. Bitteschön. Das ist ja eine beschissene Frage. Wir können das auch ausradieren, was da schon steht. Wir haben da auch Radierer, glaube ich, oben drauf. Krieg ich wieder den, der nicht funktioniert, ne? Weil wir alle hier stehen. So, geht los. Seid ihr bereit? Ja. Wie viele gelbe Karten wurden bis inklusive des 27. Spieltags in der ersten Bundesliga verteilt? Musst du Kicker hier lesen. Nur diese Saison. Wetten auf die Hand. Bis zum 27. Spieltag. Im Kicker steht das doch immer, wenn man genau liest. Das die gesamte Saison? Ich glaube, ja. Wie viele sind es denn? 27? Drei, zwei, eins. Gut, dann deck mal auf, wenn du uns hier so ein Tempo machst hier. Aber mal so gemacht. 355. 355. Faire Liga bisher. Ich hab 501. Bis zum 27. Spieltag? Ich hab 875. Sag mal, aber diese Saison schon, oder? Ja, diese Saison. 162. Was, ja, das 9? Ist wahrscheinlich zu viel. Ich habe irgendwie 2 pro Spiel gerechnet oder sowas. What? Ich hatte, 4. 4 mal 9 und dann. 945 ist die Rechnung. Ja, doch, meine Rechnung war 4 pro Spiel mal 9, also 9 Spiele pro Spiel, das sind 36 mal 27. Ich habe halt, mit 2 pro Spiel gerechnet. Ich hab wollte mit 6 pro Spiel rechnen, wo ich mich anderthalb gerade. Du musst mal 27 noch machen am Ende. Glückwunsch. Ey, ich habe eine Zahl vergessen. Ey, ich habe hier einfach 0 Punkte. Können wir bitte weitermachen? Ich habe mit 6. Nein, jetzt müssen wir mal. Noah, können wir bitte weitermachen? 6 mal? Ich habe einfach 0 Punkte. Bei jedem Punkt darf ich ein bisschen schwäbisch werden. Noah, können wir bitte weitermachen? Alter, ich habe original die 9 vergessen. Noah, können wir bitte weitermachen? Ich muss schießen? Ja. Warte kurz. Gewesen. Ich weiß gar nicht, bei welchem ich Judge sein möchte. Was bringt das? Wer hat gewonnen? Du? Ich habe bisher nur Ehre gewonnen. Ja, ja, ja. Ich meine, hier gehen die Jungs vor. Bock auf wer bin ich? Mal nach rechts. Das hat, glaube ich, noch nie, ich glaube, dass dieses wie ich hab Bock darauf, das hat noch nicht hier funktioniert. Können wir mit Ansage machen, das gibt dann Doppelpunkte? Ah, fast. Nee. Nils, du bist übrigens nach Tobi. Ei, ei. Ja. Oh, nee. Lass den Ball in Ruhe, bitte. Das wird doch nix. Ja, doch, komm, das lassen wir zählen. Sonst kommen wir gar nicht mehr dazu. Frage, eine Frage von Nico an Nico. Och, leck mich doch am Arsch. Ja? Bernie ist das Maskottchen welches Fußballvereins? Das ist doch einfach, das weiß man doch. Ich habe einen Blackout gerade, weil ich mich ungefähr mit allen Maskottchen beschäftigt habe und jetzt nicht mehr weiß, welches das ist. Scheiße. Das ist zweitunterste? Das ist die ganz unterste. Nee, ja? Ey, ich weiß es wirklich nicht. Dann rate doch einfach. Das sollte doch schwierig sein. Das sollte nicht, das ist halt die schwierigste Frage. Bayern München? Bayern München ist korrekt. Oh.
Glück gehabt. Aber warum hast du das jetzt richtig geraten? Erstmal die Matthäus. Also, hast du Gedanken gelesen von uns? Nee. Hast du, so. Ich habe ein bisschen versucht, okay, Bayern war, glaube ich, irgendwie ein Löwe, glaube ich, oder sowas, irgendwas. Und dann habe ich mir das. Bär, glaube ich, ist Bernie. Bär. Brian the Lion ist in Leverkusen. Ja, ich habe, guck mal, habe ich mir das ein Löwe, ist ja nah, könnte Bernie, vielleicht ist ja ein Bär wie ein Blö, und dann war ich vorbei. Okay, wer ist dran? Ich schon wieder, Gottes Willen. Also, ich habe einfach nur blind geraten mit anderen Worten. Sammler. Tja. Herr Trikotkunde, halte ich mich weg. Das ist. Trikotkunde. Wobei, es ist ja weit oben. Also ja, das ist ja weit oben, es ist ja relativ easy. Ah, mein Schuh ist auf. Aber mach du doch mal einen oben. Ja, damit hast du bisher die ganze Zeit gut gespielt. Nein. Beschleunige das jetzt einfach mal ein bisschen. Jawohl. Schätzfrage wieder, ne? Stringent. Schätzfrage, oh, Musik. Stringent. Aber da habe ich bisher wie so viele Tore erzielte Claudio Pizarro? Ja, in der Bundesliga. Ist das die Frage? Wie viele Tore erzielte Claudio Pizarro in der Nico Bundesliga? Nico hat jetzt Druck. Scheiße. Das muss Nico wissen. Bundesliga. Auch Kicker. Auch Kicker. Ich habe keine Ahnung. Ist der in den Top 20? Bin mir gar nicht sicher. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und das ist. Ich betone, ich möchte mich ja jetzt schon dafür entschuldigen, dass ich das nicht direkt weiß. Warte mal. Denn die Liebhaber unter euch wissen, dass ich zusammen mit Gunnar Krupp mal einen Song für Claudio Pizarro gemacht habe. Stimmt, ja, hast du. Mhm. Hatte doch ja auch mal eine Werder Bremen Sondersendung mit Arne Zeigel, oder? Ja, und dann sind wir abgestiegen. Danke, dass du mich nochmal dran erinnerst, Nora. Vielen Dank. Mhm. VfB-Sondersendung gab es noch nicht. Nee. Wird's auch nicht gehen, wir machen keine Zweitliga-Sondersendung, außer zum HSV. Nils, wir warten auf dich, glaube ich. Achso, wusste ich. 3, 2, 1. 103, sagt Nils. Deine Antwort ist 241. Ich habe 188. Oh, krass. Und nur? 384. Das wird schwierig, dann wäre er der Top-Torschütze. Sicher? 365. 197. Ich kotze hier. So. Gerd Müller, also. Alter, was ist die Antwort? 197. Das müsste ich sein. Ja, so, gut. 197, das ist stark. Könnt ihr mal bitte den Punktestand einblenden? Ich muss noch mal einmal den kurz sehen. Ich habe den vergessen. Wie ist denn der? Wer ist dran? Ich bin bloß gemacht eben, ne? Ja. Ja, dann bin ich dran. Oh, Tobi hat ja 3 Punkte. Dieser Tobi, wer ist und das? Noah hat 2 Punkte und Nico und Nils sind mit 1 Punkt. Am bitteren Ende. Aber noch haben wir mindestens, also wir könnten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Du hast mich da vorgelesen gerade, oder was? Ja. Ja. Okay. Ist richtig. Ja. Und wo geh ich denn hin? Da. Ah, fast. Wo geh ich denn hin? Das gehört doch dazu. Ach, komm. Ein Treffer, aber was ist das? Das ist schon weg, Leute. Was ist das? Das war eine Frage. Guckt die Relegation zusammen? Weiß ich noch nicht. Erstmal müssen wir unsere Relegation überhaupt machen, weißt du? Ah, Mann, ich bin... Du bist nach Tor. Ich mach mal meinen Schuh zu. Ist vielleicht eine Idee. Es bringt mir gar nichts, diese Kategorien für alle zu machen, mit diesen scheiß Schätzfragen. Der war nicht schlecht. Der war sehr, sehr knapp. Wir haben hier einen Expected Goals-Wert von 0,01, würde ich sagen. Aber der war schick. Gut. Der war schick. Für die Galerie. Sah gut aus. Für die Galerie, genau. Boah, das war schon früher. Ich muss Regel im Fußball verlieren haben, glaube ich. Erst gut aussehen, dann gewinnen. Eieiei. Ist so. Ja? Nico, wie geht's dir? Alles gut bei dir soweit? Jo, und bei dir? Ja. Wie läuft's? Wie geht's dem Hund? Dem Hund geht's gut, ja. Ja? Ja, schön, freut mich. Der war beim Hunderennen dabei. Und? Hat er gewonnen? Nee, er hat verloren. Jetzt was war werden. Das Hunderennen? Er hinter Kindern hinterher. Hui. Oh. Stark gemacht. Wer bin ich, meine Damen und Herren? Aber jetzt habe ich eine Frage für alle, die auch noch einfach ist. So, wer es weiß, brüllt seinen eigenen Namen. Okay. Versuchen wir es diesmal so. Mhm. Also du brüllst bitte den Namen Nico. Du brüllst bitte den Namen Nils. Du brüllst bitte den Namen Noah. Und ich brüll Tobi. Hier kommt der erste Fakt. Stopp, Noah. Wie heißt du? Stopp. Stopp. Stopp, erzähl's. Los. Ja, ich hab's verwechselt. Ich hatte sofort Nico Paczynski im Kopf, aber der wird wohl nicht stimmen, weil der ist hier Totengräber und so. Eins, das ist falsch. Okay. Wir machen weiter, oder? Ich brauche noch einen weiter. Oh, das weiß ich aber nicht. Nico. Nico? Nee, warte mal, das ist er nicht. Scheiße. Das hast du gesagt, du hast deinen Namen gesagt. Ja, ich weiß, das ist verdammte Kacke. Ich weiß nicht. Gib mir die 10 Sekunden. 10, 9.
Schlau drauf. Das ist auch inkorrekt. Der hat ja bei beiden gespielt. Er hat gespielt. Ich dachte, er hat gespielt. Nils, wir machen weiter, oder? Hm. Oh Gott. Das soll die einfache Frage sein? Schwör ich, Nils. Weiter Frosch. Ja. Ich wollte schon vorher bei das. Der hat Bayern München unterschrieben. Hat nie dort gespielt, offensichtlich. Was hat er denn da unterschrieben? Geil. Cheat. Ja, hey, nicht schlecht. Also herzlichen Glückwunsch, muss ich sagen. Gute Antwort. Eine gute Frage. Aber das war die einfachste. Jetzt habe ich extra meinen guten Schuss dafür verschwendet, für diese Frage. Ja. Komm, Nils. Du bist dran, Nils. Achso. Allen Frust raus jetzt. Ja, sicher? Dann verletze ich mich aber. Oh, 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 oh. Eieiei, au! Das war die Technik. Ich gehe mal auf die Ballsuche, ne? Falls euch eine Kamera ausgeht. So. So. Nico, 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 Nico. Ja, ja, das zählt. Den Geld. Das wird Geld. Du hast eine Schätzfrage, die wolltest du doch nicht haben. Kann man auch mal eine Statistik einblenden, wer die meisten Fragen erschossen hat hier? Das wäre auch eine spannende Frage. Das weiß der Chat bestimmt, und dann krieg ich es bestimmt aufs Ohr. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind so Fragen, die beantwortet. Kannst du mal bitte von meinem Bett hochgehen? Die beantwortet Tobias Escher, glaube ich, ohne dass er es aufschreibt. Na, jetzt kommt. Wie hoch ist die Gesamtlaufleistung vom VfL Wolfsburg in der aktuellen Saison bis inklusive des 27. Spieltages in Kilometern? Rechnung, Mathematik. Was? Ja, come on, ey. Ich schreib die Antworten jetzt immer in meinen Bauch rein. Hi, drei, zwei. Warte, ganz ruhig. Dann ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Ich mach nochmal so, wenn ihr noch ein bisschen braucht, mach ich nochmal so. Ja, nochmal. Welche drauf? Dann machen wir mal. Nee, das sind mehr. Okay, sind mehr. So, okay, warte. Das sind mehr. Die müssten eine der höchsten haben in der Liga. Oh Gott, okay. So, entschuldige, so, jetzt haben wir es, alle? Oh. Ja. Noah, magst du uns? Ja, keine Ahnung, ob ich mich jetzt verrechnet habe. Ich habe 3640. Du hast dich verrechnet. Denn du hast die richtige Antwort. 3087 ist natürlich. Es ist fast richtig, weil die richtige ist 3095. Ich habe 2899. Müssten halt so 120 pro Spiel sein, ungefähr. Ja, dann hast du 3148 und 0,7, das müsste. Alter, das ist ja so lächerlich wie zwei. Warte mal, was hast du? 3095, ich hab 3087, du Schwein! Das ist ein Punkt für Nico. Wie ich stehe ich mit meinem Mann? Können wir. Das aber was hast du denn gerechnet, wenn du. Danke übrigens für die Zeichnung. Wie viel Kilometer hast du? 120 habe ich gerechnet pro Spiel. Ja, das hast du dich verrechnet. Oh. Ja, so, das ist viel mehr. Das sind 120? Oder? Ja, klar. Das ist viel mehr als 2899. Ja. Ich habe somit 100. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich habe mich verrechnet. Ja, hast du. Oha. Wie werden denn 27 mal 120? So, wer ist dran? Ich will einmal noch kurz die Punktzahl einblenden. Nico, du hast geschossen, ne? Haben wir ja, schon. Ja, lass mal kurz die Punktzahl einblenden. Es steht Nils hat 2, Nico 2, Noah 2, ich habe 3. Es ist also noch spannend. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Fragen, die wir theoretisch spielen können. Wenn wir es zeitlich hinbekommen. Quatsch nicht so viel hin. 10 Minuten, komm, ja doch, ich lieg vor dir. Komm, jetzt ballern jetzt. Komm, setz dich hin. Sicher, Tobias. Ich will kurz wissen, wie Escherino hat Fürth gegen Bielefeld gespielt. Du schießt jetzt erstmal. Und dann kannst du reden. Wer schießt, redet nicht. Kann ich Regie sagen, vielleicht? Ach, meine Güte, das ist doch nicht zu glauben. Es funzt nicht. Du musst den Torwart auf. Es läuft heute nicht. Sonst läuft's immer. Ja. Du bist der größte Zeitschinder, den die Welt je gesehen hat. Das ist unfassbar. Weißt du, hält immer reden über das moralische im Fußball. Jetzt fällt er noch einmal hin, pass auf. Oh. Lewandowski, ne? Schnell, mach schnell, Nils. 2 Minuten noch. Langes Ding auf Glatzel. Er nimmt ihn an. Schuss und Trikotkunde! Jetzt gebt ihm HSV-Trikot, bitte. Warum willst du, dass Nils gewinnt? Ach, ich finde einfach nur, ich hab eine Absicht. Das ist, Eintracht, ist das euer Scheiß ernst? Eintracht Frankfurt. Oh Mann, ey. Ich sollte auf Trikotfragen gehen. Herzlichen Glückwunsch. Ach. Herzlichen Glückwunsch. Tobias, warte mal, du hast dein welcher, genau. Das war der dritte Punkt, du bist gleichgezogen mit mir. Jetzt kannst du auch Zeitspiel machen. Ich hab 2, ne?
Du, ihr habt beide zwei. Also es ist sehr, sehr eng. Es geht hier um alles. Es geht ja auch um die Ehre. Also hier zurück. Hust. Boah. Frage. Ich würde ja aber gerne irgendwas, was ich selber machen darf. Versuch doch mal Trikotkunde zu treffen. Ja, deswegen. Das versuchen alle, die Trikotkunde zu treffen, aber niemand trifft. Zähl mal auf Trikotkunde jetzt. Gar nicht. Was willst du denn treffen? Das oben drüber? Ja, ab jetzt mit Ansage, okay? Okay, dann mach Ansage. Gibt das einen extra Punkt, wenn wir das mit Ansage machen? Nein. Boah, Regie, ey. Trikotkunde. Knapp! Ja, knapp. War nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Ansage. Frage. Oh, der war auch nicht schlecht. Einfach. Der jetzt entlarven wir nämlich Tobias Escher. Tobias Escher sagt jetzt Trikotkunde und macht unten rechts und wirklich gleich. Wer bin ich jetzt? Versuch mal, wer bin ich? Ah, auch daneben. Ja, guck mal. Aber siehst du, das ist der Star, der holt keine Bälle. Ja. Wenn ich meine Lakaien schon hab, die laufen. Jetzt weiß ich, warum ich hier Ansagen. Ja, Frage natürlich. Oh, der war knapp. Der war echt knapp. Nee, ich will diesen Trikotkunde-Punkt da oben. Das wird. Oh! Oh! Das ist wirklich eine Slow-Mo. Habt ihr mit verzögern und so, habt ihr gesehen, ne? Ja, nicht schlecht. Du hast ein Trikot gezeigt und du darfst es beantworten. Ach Gott, oh. Ach komm, ja, also jetzt komm, jetzt mach jetzt aber muss nicht. Ich, muss ich das beantworten? Ja. Eintracht Braunschweig. Wann fängt er zu? Wer ist dran? Das war der erste Trikot mit. Werbeanzeige. So, wer ist dran? Noah. Immer Noah. Steht Ansage. 3-3 zu 3-2. Also Noah trifft mal. Wer bin ich? Eins von beiden. Ja, passt. Lass nicht Tobi drüber. Ach nee, er führt nicht mehr. Deswegen. Nee, ich brauche keine Zeit für mehr. Ihr habt mich eingeholt, ihr beiden. Ach, scheiße, ey. Wir haben ein 3-3 zu 3-2. Du hast nicht angesagt. Ja. Dann zählt das nicht. Tut mir leid. Zählt dann nicht. Ja, komm, ich habe sowieso nicht getroffen. Wer bin ich? Frage, meine ich. Frage. Nein, das zählt sowieso nicht. So, am Ende läuft die Zeit ab und wir sind alle bei 3. Ja, dann ist das so. Dann, Frage ist auch nur ich, ne? Oder Frage ist du, genau. Und wer bin ich, ist dann wieder für alle. Frage. Deswegen ist jetzt ja die Frage, wie muss man nur bekommen? So hoch. Das dinkelt auch einiges aus, würde ich sagen. Ach, schade. Ja, ganz knapp. Komm, Tobias. Komm, jetzt trefft mal irgendwas so, Leute. Das kann ja nicht unser Ernst sein hier. Wir haben das schon gut abgeholt, ne? Ja, gut, aber wir haben immer noch 3 Felder. Das ist. Kann das unser Anspruch sein? Kann das unser Anspruch sein? Willst du vorher noch eine Story machen, oder? Nee. Ist jetzt eine Story? Nee, ich hab nur kurz nachgeguckt, dass Selke das 1-0 gemacht hat. Echt? Ja. Da hat er schon 4, ne? 5 haben wir gesagt am Ende. Kann man noch schaffen. Hm? Schöne Grüße, Davy. Dann gibt's nämlich einen Kaffee noch. Schöne Grüße, Davy, wenn du das hier siehst. Frage. Oh, nee. Wir haben noch eine Wette gemacht, ne, mit Eddie. Wir haben gesagt, 5 schafft er, Selke? Ja, ich hab wahrscheinlich 15 gesagt. Oder so. Passt. Boah. Muss schon rein. Nee, ich glaube, haben wir nicht gesagt 5? Ich glaube 5. Ja. Eddie sagte keine 5, wir haben gesagt 5. Ja. Schade. Ja, die ist so ein bisschen weiter unten, ein bisschen weiter links. Oh, schöne Annahme. Und jetzt? Frage! Whoa. Nehme ich auch. Tobi macht übrigens nicht mit, ist euch das aufgefallen? Frage! Mach mal, pass mal auf Pike jetzt hier. Du machst die ganze Zeit Pike? Nee. Natürlich. Boah, dann wird's so aussehen. Mit deinem Schuh kann man auch nichts anderes außer Pike machen. Also ich hab schon vor einer Stunde an gesagt, dass ich Wer bin ich machen möchte. Ach, das hat sich nicht geändert, Noah? Hat sich nicht geändert. Wieder das Gleiche. Och. Weil ich mehr da Chancen darin. Ey, wenn ihr das nächste Mal irgendeinen Verein kritisiert, müsst ihr vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein. Die Zeit läuft uns davon, liebe Leute. Was machen wir denn? Wir haben jetzt 3 Leute, 3 Punkte eigentlich, ja, ne? Ja, wenn wir jetzt nicht langsam irgendwas treffen, dann kommen die Stichfragen zum Einsatz. Und das kann ja niemand wollen hier von uns. Ah, oh. Du kannst nicht wollen, dass wir hier Stichfragen machen müssen. Deswegen.
hole ich mir jetzt die Frage. Ah, nee, ich mach mal, wer bin ich? Ah, nee, das ist ja, aber wenn wir es nicht schaffen, ja, machen wir die drei oder vier, die vorne liegen, ja, machen dann, wer bin ich? Ist doch okay. Oh, der war knapp. Dann machen wir Stichfragen. Und ich glaube, wir machen nochmal nur. Also Regie, ich hätte auch gerne einen extra Punkt für die meistgetroffenen Kacheln. Eieiei. Können wir den kriegen? Hast du den überhaupt? Ja, hundertprozentig. Hoppala. Aber wieso führst du da nicht? Das ist ganz wichtig bei solchen Sachen, einfach Dinge behaupten. Jeder darf noch einmal schießen, sage ich jetzt an. Letzter Schuss. Und dann? Und dann gibt's die Schätzfragen. Ey, da haben wir doch noch eine Frage. Da hat er sie. Da hat er den Sieg auf dem Fuß. Frage. Ach, ist das scheiße. Das ist die einfachste, oder was? Ja. Wir können nicht ins Rohr, dass André Schürrle den entscheidenden Pass auf Mario Götze zum 1:0 gegen Argentinien im Finale spielte, wissen wir alle. Wer passte aber den Ball zu Schürrle? Nicht sagen. Ja. Aber lass mich kurz überlegen. Das hast du selber hinbekommen. Ja, ja. Schön, du wirst, hast du eine Ahnung? Er hat den Elfmeter. Ich sehe es genau vor mir. Schürrle steht an der Außenlinie, kriegt den Ball. Zwei Argentinier, er kann nichts machen, läuft, spielt mit links rüber, Götze ist im Strafraum, nimmt ihn mit der Brust an. Ja, das will ja keiner wissen. Aber der Pass auf Schürrle, er muss ja aus dem fucking Mittelfeld gekommen sein. Ich gebe ihm einen Tipp. Nein, ich gebe keinen Tipp. Ich wollte einen Gag machen. Also okay. Ich gebe dir einen Tipp. Nicht nee. Also, ich gebe dir einen Tipp. Zu der Zeit standen auf dem Platz. Ist mit Kaiserslautern und Bayern München deutscher Meister geworden. Schweinsteiger stand auf dem Platz im Mittelfeld, der hätte theoretisch den Ball. Ich gebe dir noch einen Tipp. Hat nicht beim HSV gespielt. Vier. Ich sag Schweinsteiger, ich weiß es nicht. War es nicht sogar? Das ist falsch. Ich meinte, es war das sogar Götze. Ach, Toni Kroos. Toni Kroos, okay. Nee, das hätte ich. Nico! Hättet ihr das gewusst? Das war der. Nee. Nee, ich hätte geglaubt, dass Götze den selber gespielt hat, aber ich. Nee, das war er nicht. Das war nicht. Nee. Wir haben noch drei Schüsse, zwei Fragen. Kommt noch einer? Oh, schlecht. Noah, deine letzte Chance nochmal hier. Und dann hätten wir ein Vierfach. Aber dann spielen wir einfach hier die Wer-bin-ich-Frage dann als Stichfrage, oder was? Ich weiß nicht, was jetzt gleich kommt. Das werden wir dann die Regie sagen. Es wird eine Stichfrage kommen. Aber noch kann sie abgewendet werden. Ja, yes! Siehst du. Jetzt spielen wir erstmal diese Wer-bin-ich-Frage. Also für alle, insofern ist es für alle. Scheiße. Das heißt, aber du hast doch die Chance jetzt hier. Das ist die schwerste Wer-bin-ich. Achtung, es geht los. Ihr schreibt euren Namen, wenn ihr es wisst. Nils? Ja? Das ist auf jeden Fall. Fuck, ist es. Du hast keine Ahnung. Nein, ich wollte Parkstadion sagen, aber es ist nicht das Parkstadion. Parkstadion, aber es ist ja nicht mehr das Parkstadion! Es ist nicht das Parkstadion. Mach weiter. Nico, du hast doch Nico gesagt. Ha? Du hast doch Nico gesagt. Nee, weiter geht's. Ja, aber Eher ich. Tobi. Ist es dann Zero? Ich hab doch Nico gesagt. Du hast jetzt gerade nie Nico gesagt, wir haben schon weitergespielt. Ich hab ja vorhin schon gesagt. Ja, aber trotzdem. Dann Zero, ist richtig. Kann ich das? Ja. Kann die Regie mal kurz abspielen, ob ich das Wort Nico gesagt habe? So, Leute, bis zum letzten Dings. Hier wird doch. Gut, echt. Also. Nein, ich hab noch einen Schuss. Dann ist es. Kannst du die Regie mal fragen, ob ich Nico gesagt habe? Ich hab noch einen Schuss. Ja. Oh, der ist mir ausgerutscht. Machst du den Daniel Budiman jetzt oder was? Okay, also, wir haben folgende Endabrechnung. So ein Skandal hier. Noah auf Platz 4 mit 2, Nico und ich haben 3 und Tobi, herzlichen Glückwunsch. Hast gewonnen mit dem San Siro. Das bedeutet das Folgende für alle, die gerade etwas später eingeschaltet haben. Wir werden jetzt gleich übergehen ins andere Set. Dann spielen wir eine Runde Fußball-Fights nach ähnlichen Regeln wie alle anderen Fights-Formate auch. Wir haben jetzt hier gerade ausgespielt, wer in seiner Wunschrunde quasi Judge sein darf. Denn wir haben alle Antworten abgegeben auf alle Fragen. Aber in jeder Frage gibt es einen wechselnden Judge. Und natürlich kann jetzt Tobi sagen, hey, was ist die schwächste Antwort? Wo habe ich am wenigsten Chancen zu gewinnen? Und in der Runde darf er sich aussuchen, Judge zu sein. Frage, danach geht's ja weiter. Müssen jetzt Nico und ich nochmal irgendein Stechen machen? Ich würde schon sagen, dass ihr nochmal eine Stechfrage machen müsst, damit ihr bestimmt der Zweite ist. Dann lass es doch jetzt, du kannst in der Zeit überlegen. Komm, wir haben doch noch eine Frage übrig. Wir nehmen dann die Wer-bin-ich-Frage und Nico, nur wir beide. Aber da ist ja egal. Du musst schauen sein, du bist Letzter. Da egal ist, ob ich meinen Namen rufe oder nicht hier an dieser Stelle. Ja, ich habe aber hättest du es denn gewusst? Was? Das davon? Ja. Deswegen habe ich ja Nico gesagt. Die Fakten kommen, es geht los, dann. Nico. Nico, guck jetzt hin. Fabian Boll. Achso, ich muss ja meinen Namen sagen, ne? Ja, warte mal, ist das deine Antwort? Das war seine Antwort, er hat sie reingerufen. Ja, dann stopp, weil der war Polizist, das stimmt. Von daher kann das sogar richtig sein.
Ist aber falsch. Ja, ist das heißt, ja wieder Nils, du kannst jetzt alle Antworten in Ruhe angucken. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Er hat. Ja. Na. Warte mal ganz kurz. Ich gebe dir einen Tipp. Nein, ich will das nicht. Ich gebe dir einen Tipp. Hör auf jetzt mal. Geh mal einmal bitte weg. Ja, ich gebe dir einen Tipp. Nico, geh mal weg. Also, normalerweise, bis vor der letzten Frage hätte ich gesagt, natürlich Colina. Aber das Ding ist, das wäre mir neu, dass Colina mit Steinhaus verheiratet ist. Weltschiedsrichter hatten wir eigentlich nur, glaube ich, Markus Merk aus Deutschland. Also es kann eigentlich kein Deutscher gewesen sein. Vier. Ich sag Colina. Ja. Darf ich lösen? Ist falsch. Nein, Nico, du kannst es nochmal abschrauben. Fuck, Howard Webb. Also, was zu sehen, okay. Oh, shit. Dann brauchen wir noch eine Frage, liebe Regie. Howard Webb. Kommt noch eine Frage. Nachdem ist doch das Teleskop benannt jetzt, weil er so gut geguckt hat, mal, oder? Guck mal, ich werde hier. Achtung, Nico, antworten darf. Nico. Wer schoss beide Tore für Manchester United im CL-Finale 1999? Nils. Ole Gunnar Solskjaer. Damit haben wir jetzt auch diesen Platz festgestellt. So, gut, dann haben wir folgende Reihenfolge. Tobi darf zuerst picken, dann ich, dann Nico, dann Noah. Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, du hattest jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen. Ja, wir machen das gleich off. Wir wollen den Leuten nicht verraten, was für Fragen wir kommen. Wir wollen sie nicht spoilen. Ah, okay, so. Der hätte einfach die Runde sagen können. Ja, Runde 1, 2, 3, 4. Aber machen das wir gleich okay? In Ruhe off air. Gut. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause, würde ich sagen. Dann machen wir das so. Dann gehen wir ganz kurz. Und dann geht's gleich weiter mit einer geilen Runde Fußballfight. Bis gleich, Leute.